Ich bin deprimiert. Die Fische beißen nicht. Die letzten zwei Sessions waren irgendwie nicht so optimal. Woran hat's gelegen? Ich will mal sagen, das war unerfolgreich. Aber es hat im Endeffekt nicht sein sollen. Bis zum nächsten Mal. Dann mit Fisch. Ich weiß irgendwie nicht so ganz, was ich dieses Jahr falsch mache. Und wenn sowas ist, dann hilft meistens nur eins. Ich brauche Motivation. Und das Beste, um Motivation zu tanken, ist eine Motivationssession. Als Motivationssession bezeichne ich alles, wo ich mir ziemlich sicher sein, so zu 99%, dass ich da auch abräume. Einfach mal ein paar Läufe haben, wieder mal den Druck an der Route spüren. Das ist das, was ich jetzt machen will. Bei schlechtem Wetter solltest du lieber zu Hause bleiben. Du hast eh schon schlechte Laune und da hilft Regen auch nicht weiter. Warte lieber auf den Sonnenschein. Der motiviert dich und gibt dir Kraft. Wenn man sich alleine nicht aufraffen kann, ans Wasser zu fahren, lohnt es sich oft, einen Freund zu fragen. Meistens geht es anderen genauso wie dir und auch denen fehlt die Motivation. Frag also mal eben kurz nach. Kostet ja nichts. Was du auch nicht gebrauchen kannst, ist viel zu viel unnötiges Zeug mit dir rumzuschleppen und die ganze Zeit nur mit Ab- und Aufbauen zu verbringen. Aber Achtung, zu wenig mitnehmen ist natürlich auch nicht gut. Wenn du Sachen vergisst, ärgerst du dich nur umso mehr. Komm. Los! Am besten sucht ihr euch für eure Motivationssession ein Gewässer aus, das für euch nicht so weit entfernt liegt. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel ein Gewässer gewählt, also einen Entwässerungsgraben, der ist für mich maximal 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Am besten sucht ihr euch auch eine Stelle aus, an die ihr direkt ranfahren könnt. Dann spart ihr euch das Zelt und das unnötige Gerödel und das Aufbauen. Das sorgt für weitere Erleichterungen und macht das Ganze noch spaßiger. Ja, wir sind jetzt hier, wie bereits erwähnt, an einem kleinen Entwässerungsgraben mal wieder. Es ist ein bisschen Strömung vorhanden. Wir haben jetzt die Abendstunden, es ist ungefähr 19 Uhr, das heißt, wir haben nur ungefähr 2 Stunden Licht. Und diese 2 Stunden wollen wir nutzen, um ein bisschen allround zu angeln, mit Pose oder ähnlichem. Weil auf Karpfen, mal schauen, wahrscheinlich kommen da die Bisse erst heute Nacht. Also die Strategie, die ich verfolge hier, ist ganz klar eher Partikel und auftreibende Köder, weil wir haben hier viele Krebse. Und diesen Krebsen wollen wir einfach nicht die Möglichkeit geben, unsere Köder zu klauen oder zu viele unserer Köder zu klauen. Genau.
Jetzt die Abendstunden wollen wir, wie gesagt, nutzen, um ein bisschen auf Allround zu angeln. Wir haben gleich jeder eine Route dabei. Ja, die machen wir jetzt erstmal fertig. Zeig mal her deine Künste. Bam. Ist dies im Wasser gelandet. Und es war sogar gut, oder? Ja, deswegen habe ich ja Bam gesagt. Deshalb hast du Bam gesagt. Das ist ja cool. Mal schauen, ob was passiert hier. Ein bisschen was Gesundes. Ja, auch gesundes, gutes Essen gehört zur Motivation. Und ein Karpfen. Oh mein Gott. Geil. Hä, krank. Hoffentlich sammelt der mir nicht die andere Route mit ein, ey. Geil. Wie lange sind wir hier? Stunde vielleicht? Noch nicht oben gewesen, beziehungsweise oben schon, aber ich konnte noch nicht erkennen, ob er groß ist oder nicht. Na, so klein wird er nicht sein. Oh, geht aber. Ich hasse das immer. Normalerweise passiert mir das nur mit Inline-Blind, dass mir die so auf die Schnur rutschen. Und dann verfälscht das den Drill immer sehr stark, weil das Schnur so halb in der Schnur hängt. Das ist halt, das Blei so halb in der Schnur hängt, das ist immer scheiße. Aber naja, das ist jetzt irgendwie bei dem Safety Clip hier auch passiert. Aber egal. Ich hoffe, dass das hier vorne tief genug ist. Kleiner süßer Karpfen. Rein in mein Netz. Ich hab ihn. Das ist sehr seicht hier. Das war ein schneller Erfolg. In dem Fall müssen wir gleich mal gucken, auf welchen Köder. Ja, und dann würde ich sagen, steigt die Motivation dann umso mehr. Ne? Und dann, wir haben ja die ganze Session noch vor uns. Was sagst du dazu bei den Aussichten, Schatz? Ja, der war noch nicht ganz fertig offenbar. Danke. Oh, schön in der Unterlippe gehakt auf jeden Fall. Ah. Ja gut, ist nicht mehr komplett über. Aber ich hatte hier drei Maiskörner mit einem halben Poppy drauf. Einfach um eine auftreibende, eher aufstehende Maiskette zu haben. Und die hat er sich einverleibt. Die hat ihm gefallen. Sehr schön. Zeigen wir euch mal hier unseren ersten kleinen Motivationsschuppi. Zack. Klein, fein. Und endlich mal wieder ein Fisch für mich. Muss man auch so sehen, ne? Nach so längerer Durststrecke ist jeder Karpfen ein guter Karpfen, ein schöner Karpfen. Top! Naja, und wie gesagt, wir sind gerade mal eine Stunde hier. Da könnte also noch ein bisschen mehr kommen. Und der nächste Fisch geht auf jeden Fall an Tabea. Dann werde ich sie auf jeden Fall so gut ich kann unterstützen, auch wenn es vorne vorm Rohr ist. Nicht ganz so einfach, aber muss ja hier nicht alles machen, ne? Ready to show. Jetzt haben wir die Montage wieder ersetzt. Wie ihr seht, ich habe vorne einen halben Poppy drauf gemacht. Einfach um die Montage, ja, auszubalancieren. Können wir vorne nochmal eben schauen. Top. Steht auf. Recht. Also hier habe ich halt keinen zweiten Silikongummi oder so. Und das, was ich dann immer mache, ist, ich lege die Montage hier längs. Und verklebt das hier hinterm Schenkel, dass ich keine Vertüdelung im Haar haben kann. So, und jetzt möchte ich da vorne wieder hin. Das habe ich vorhin verkackt. Ich bin halt voll in den Büschen gelandet. Konnte dann aber von der anderen Seite meine Montage einfach legen quasi. Naja, mal gucken, ob es mir jetzt besser gelingt als vorhin.
eine kleine kelle Partikel drauf. Ich denke mal nicht, dass da jetzt noch so viel liegt. Vielleicht hat er, ich glaube, der hat den Spot ganz gut aufgeräumt und ich habe auch nicht so viel gefüttert am Anfang. Und dann gibt es nicht nur für die Karpfen fressen, sondern auch für uns. Endlich. Tja, der gute Wille war da, nur leider steht der Bär sehr ungern nachts an der Rute. Wir einigten uns also einfach darauf, dass der Bär die Fische im Morgengrauen und vormittags übernehmen sollte und ich die Fische in der Nacht und in der Dunkelheit. Da ist er. Superschöner, guck mal, wie der dampft. Superschöner, hochrückiger Schuppi. Den kann man doch schon mal zeigen. Ich denke mal so an die 10 Pfund geht er wohl ran. Super top. Super top. Nee, also auf jeden Fall super schöner Fisch. Ich freue mich. Die Session hier läuft ja super an. Jo, da kann auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Ha? Tut genau das, was sie soll. Sie motiviert, genau das, was sie tun soll, genau. Top, ich freue mich. Gut, auch wenn ich sagen muss, jetzt heißt es gleich erstmal wieder 2 Ruten scharf machen. Gut, die eine ist abgelaufen, das ist normal. Die andere hat damit eingesammelt, das hätte nicht sein müssen. Aber mein Gott, so. Denn... Bis später hoffentlich. Bisschen früh am Morgen. Ich würde sagen 5 Uhr haben wir. 5.30 Uhr oder was? Vom Licht zu urteilen. Ja, Fisch Nummer 3. Es war jetzt eine sehr ruhige Nachtphase. Also wir hatten jetzt ungefähr 6 Stunden gar keine Aktion. Aber es war eine gute Phase, um mal ein bisschen Schlaf nachzuholen. Dementsprechend nicht so schlimm. Und jetzt haben wir Fisch Nummer 3 im Kescher. Der knurrt mich hier ein bisschen an, das macht aber nichts. Da ist er. Der ist wieder ein bisschen kleiner. Aber bei dem Gewässer muss man halt auch damit rechnen, dass die Fische nicht ganz so riesig sind. Finde ich aber gar nicht schlimm. Ich muss sagen, die Session gefällt mir bisher sehr gut. Wir haben 3 Läufe gehabt schon in unter 12 Stunden. Und dazu auch noch 6 Stunden davon einigermaßen durchgängig gut geschlafen. Diese Reitvögel im Hintergrund, die hier, ja, die hören die ganze Nacht tatsächlich nicht auf, aber das finde ich auch nicht wild. Ich habe mich ganz schnell dran gewöhnt, konnte gut schlafen. Also alles super. Top, kann mich nicht beschweren. Und jetzt wieder ab ins Bett. Und der nächste Fisch, ne? Der nächste Fisch gehört dir, Schatz. Rauskommen. Das wird schon. Musst du. Sonst ist der dann im Rohr. Apropos das, das war jetzt schon wieder die Route mit der Tigernuss, also mit den 2 Tigernüssen, die ich vorhin im Dunkeln neu geworfen habe. Also anscheinend kann ich noch werfen. Ist gut. Von daher
Bis später hoffentlich. Machst du sehr schön, Schatz. Ist er bereit? Tada! Oh Gott. Irgendwie zu nah dran. Bin ich? Halte ich den gut? Nee, gar nicht. Nochmal Tutorial machen. Das ist der gute alte Dönergriff, den du gerade anwendest. Eigentlich gehst du mit der linken Hand von dir aus, halb über die Brustflosse. Das heißt, zwei Finger links von der Brustflosse. Ja, okay, passt schon. Du machst das super. Das üben wir nochmal, aber vielleicht haben wir dafür noch ein paar Gelegenheiten. Erzähl uns mal, was hast du da? Karpfen. Ja, Fisch Nummer 4 habe ich hier. Das ist super. Kleiner, süßer Schuppi. Ja, sehr schön. Top, hast du super gemacht. Lisa. Danke. Auch vorm Rohr gedrillt. Hat Spaß gemacht. Mhm. Ja. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, Aufregung und alles gut. Ich glaube, ich habe das Mikrofon vergessen anzumachen. Wer ist matschig, da kommt eh nicht viel. Ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht sicher zu 100%, ich glaube, wir haben gerade einen Ghostie gefangen. Oder beziehungsweise Tabea hat gerade einen Ghostie gefangen. Ich habe noch nie einen Ghostie gefangen. Hm? Gut, dann gucken wir uns den mal an. Ey. Ich bin, wie gesagt, ich habe noch nie einen gefangen. Ich habe den nur hochkommen sehen, das erste Mal aus dem Schmuddelwasser hier, und ich war mir ziemlich sicher, dass es einer ist. Gucken wir uns mal an. Ja, das war's jetzt mit unserer kleinen Motivationssession. Und sie war motivierend, würde ich sagen. Wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben einfach geangelt, hatten mit relativ einfachen Methoden Erfolg, konnten immerhin 5 Fische fangen. Gut, die letzten 2-3 Stunden lief jetzt gar nichts mehr. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber so ist das manchmal, ne? Die Beißzeiten scheinen hier wirklich von der Dämmerung abhängig zu sein. Gestern Abend vorm Schlafen gehen. Heute Morgen relativ früh kamen dann die Fische, und ja, ich bin alles in allem sehr zufrieden. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Wow, Hase!
Der hat sie fast überfahren, Mann! Knieschiff Ockzell. Lässt noch Fischin. Alter, rückwärts sprechen, neues Talent von mir, ich schwöre dir.